Willkommen Freunde zu einem neuen Review-Video und zwar mal wieder zu einem Headset und zwar dem Strix Wireless 7.1 Headset von Asus und zwar der speziellen Marke für Gamer Republic of Gamers. Das Headset habe ich freundlicherweise von Asus zur Verfügung gestellt bekommen und das hat nicht nur einen bösen Blick, sondern auch einige richtig coole Features. Die werde ich euch jetzt gleich im Video zeigen, könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Das Strix Wireless Headset von Asus bietet euch plattformübergreifende Kompatibilität. Ihr könnt damit also zum Beispiel Filme auf eurem Smartphone oder Tablet schauen oder euren Konsolen wie der PlayStation 4. Einfach den USB-Dongle in einen passenden USB-Slot stecken, als Eingabegerät USB-Headset Strix Wireless Headset auswählen und schon kann es losgehen. So könnt ihr auch mit euren Freunden kommunizieren und gemeinsam zocken. Genauso einfach geht es über den PC. Einfach USB-Dongle in einen freien USB-Slot stecken und das Headset einschalten. Schon ist das Strix einsatzbereit und ihr könnt loslegen, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, wie erwartet. Dank 7.1 Virtual Surround Sound lassen sich gerade in Multiplayer-Shootern wie Rainbow Six Siege Gegner sehr viel einfacher orten und erlangt so einen nicht zu verachtenden Vorteil. Und das Allerbeste, ihr benötigt kein störendes, meist viel zu kurzes Kabel, das euch nur unnötig einschränkt. Ja, dieses Headset kann komplett ohne Kabel mit einem PC oder einer PS4 verbunden werden. Das heißt, dieses nervige Wirrwarr braucht ihr gar nicht mehr. Und im Grunde könnt ihr dann aufstehen. Ihr müsst gar nicht am PC sitzen. Die drahtlose 2,4 GHz Technologie bietet euch eine Verbindung mit niedrigerer Latenz als Bluetooth Headsets, wodurch eine verzögerungsfreie Audioübertragung ermöglicht wird. Geräusche im Spiel erreichen euer Ohr ohne Zeitverzögerung, sogar in einer Entfernung von bis zu 15 Metern zum PC. Ein weiterer Pluspunkt, die 2,4 GHz Technologie verbraucht weniger Energie, wodurch das Headset zwischen den Ladevorgängen mehr als 10 Stunden genutzt werden kann. Das ROG Strix Wireless ist mit der aktuellsten Sonic Studio Software Suite ausgestattet, mit welcher ihr die vollständige Kontrolle über das Klangerlebnis besitzt, vom Equalizer bis hin zum Ausbalancieren der 7.1 Lautsprecher. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Audio-Utilities mit Benutzeroberflächen aus mehreren Fenstern, welche die Konfiguration kompliziert und zeitraubend machen, bietet Sonic Studio eine aufgeräumte Übersicht mit allen Funktionen auf einen Blick und eine intuitive Bedienung. Audioprofile für verschiedene Szenarien können ganz einfach erstellt und aktiviert werden. Das waren die Features, das ist das Headset und ich nehme mir jetzt noch einen Augenblick für diesen bösen Blick. Ja, kleiner Wortwitz am Rande. Nein, natürlich, mir gefällt dieses Headset wirklich sehr gut und zwar wegen dem Feature, dass man ohne Kabel halt dann durch seine Wohnung oder wie in meinem Fall durch seine Villa laufen kann, ohne dann Gefahr zu laufen, dass man fast von den viel zu kurzen Kabeln der meisten herkömmlichen Headsets dann stranguliert wird. Und ihr könnt natürlich jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von diesem Headset oder was haltet ihr allgemein von Wireless Headsets, also kabellosen Headsets. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich gehe noch eine Runde zocken, euch noch einen schönen Tag und haut rein.